Okay, jetzt beschäftigen wir uns mal weiter mit den fleißigen Bibern hier, ne? Die Frage ist, wie viele Einsen kann man maximal mit n, Nicht-N-Zuständen auf ein Band schreiben und die Maschine hält, ja, und wie viele Schritte braucht man da? So, wir haben jetzt hier bereits das mal uns für n gleich 1 angeguckt, wenn die Turing-Maschine einen Zustand hat, ne, also N-Zustände mal außen vor gelassen, einen Zustand hat, dann kann man eine 1 aufs Band schreiben in einem Schritt. Okay, mit zwei N-Zuständen, mit zwei Nicht-N-Zuständen ist es schon, man kann 4 Einsen aufs Band schreiben mit 6 Schritten. So. Und jetzt habt ihr mal rumprobiert mit 3 und 4, ne? Und das ist natürlich auch sehr aufwendig, das rauszukriegen, wie ihr bestimmt festgestellt habt. Ich weiß auch nicht, ob ihr auf die endgültige Lösung gekommen seid, ob ihr den fleißigen Biber gefunden habt. Ich sage euch mal die Zahlen, ja? Also hier bei 3 Nicht-Endzuständen schafft man es, 6 Einsen aufs Band zu schreiben, und zwar in 21 Schritten. Ja? Und bei 4 Zuständen schafft man es, 13 Einsen aufs Band zu schreiben in 107 Schritten. So, was bedeutet das? Ne? Man hat also eine Turing-Maschine mit 4 Zuständen, ausgenommen dem N-Zustand, und mit diesen 4 Zuständen schafft man es, 13 Einsen aufs Band zu bringen. Dann braucht dafür 107 Schritte. Was schon ziemlich komplex ist, 107 Schritte, wenn man sich das mal überlegt, ne? Eine Turing-Maschine zu konstruieren, die 107 Schritte lang läuft und genau 13 Einsen aufs Band schreibt mit 4 Zuständen und dann hält, das ist schon eine Leistung. Ja? So. Jetzt will man dabei natürlich nicht stehen bleiben, sondern man ist interessiert dran, wie geht es eigentlich weiter. Ne? Und dann wird es extrem spannend. Schauen wir uns mal n gleich 5 an. Wir haben 5 Zustände in unserer Turing-Maschine. Da kann man jetzt ganz schön lange rumprobieren, ne? Und 1984 hat der Uwe Schuld eine Turing-Maschine konstruiert, die mit 5 Zuständen 501 Einsen aufs Band geschrieben hat. Ne? Ganz schön viel. Überlegt euch mal, das mal zu konstruieren, mit 5 Zuständen 501 Einsen aufs Band zu schreiben und dann zu halten. Ne? Die Freude hat aber nicht lange angehalten, denn bald darauf kamen andere und haben hier einen Automaten konstruiert, der mit 5 Zuständen 1915 Einsen aufs Band geschrieben hat und dann gehalten hat. Und auch das hat nicht lange gedauert. 1989 kam wieder ein deutsches Team und hat eine Turing-Maschine konstruiert mit 5 Zuständen, die 4098 Einsen aufs Band geschrieben hat. Ganz schön krass. Überlegt euch das mal. 5 Zustände. Und mit diesen 5 Zuständen konstruiere ich einen Automaten so, dass er genau 4098 Einsen aufs Band schreibt und dann hält. Das passiert auch in ganz schön vielen Schritten, nämlich 47.176.870. Und das sieht man also auch, das macht man am besten nicht mehr im Kopf. Ja? So. Okay. Und jetzt kommt der Hammer. Man weiß nicht, ob das der fleißige Biber ist. Ja, es könnte sein, dass es noch eine Turing-Maschine mit 5 Zuständen gibt, die mehr als 4098 Einsen aufs Band schreibt und dann hält. Man weiß es nicht. Ja, also das ist nur die aktuell bekannte Turing-Maschine mit der Maximalanzahl an Einsen. Ob das tatsächlich der fleißige Biber ist für 5 Zustände, weiß man nicht. Also muss man hier eigentlich ein größer Gleich hinschreiben. Und bei 6 wird es noch krasser, ne? Wenn wir uns mal 6 Zustände angucken, habe ich mir aus der Wikipedia mal rausgezogen. Da schafft man es irgendwie mehr als 3,5 mal 10 hoch, haltet euch fest, 18.267 Einsen aufs Band zu schreiben. Ne? Und auch da hat man den fleißigen Biber noch nicht endgültig gefunden. So. Also man sieht hier Sigma N, die Anzahl der Einsen, die Funktion, die Anzahl der Einsen angibt bei N, ne, die der fleißige Biber aufs Band schreibt, die geht rasant nach oben und irgendwie kriegen wir schon ab 5 Probleme, überhaupt eine Turing-Maschine anzugeben, die Sigma von N Einsen aufs Band schreibt. Und man weiß auch gar nicht so, wie groß ist eigentlich Sigma von N, ne? Wie viele Einsen kann denn eine Turing-Maschine mit 5 Zuständen aufs Band schreiben? Und da fragt man sich, das kann doch nicht wahr sein, dass man das nicht weiß und dass man es nicht rauskriegt. Ne? Es sind nur 5 Zustände, es muss doch möglich sein. So, und genau damit befassen wir uns jetzt mal. Ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, dass es einfach tatsächlich ein verdammt schwieriges Problem ist, ja? Einen fleißigen Biber zu konstruieren mit mindestens, also mit ab n gleich 5, ja? Und rauszukriegen, wie viele Einsen muss der eigentlich aufs Band schreiben können. So.
Und es ist nicht nur schwierig, es ist einfach tatsächlich auch nicht lösbar. Ja? So, wie kann man sich das überlegen? Also man könnte ja Folgendes sagen, ne? Mit fünf Zuständen, fünf Nicht-N-Zuständen, könnte man doch mal alle Turing-Maschinen konstruieren, die fünf Nicht-N-Zustände haben, ja? Und dann ausprobieren, welche schreibt von denen die meiste Anzahl an Einsen. Das wäre ja eine Idee, ne? Wir konstruieren einfach mal alle, die fünf Zustände haben und lassen die ablaufen und gucken, wo kommt die maximale Anzahl an Einsen raus. So. Da haben wir schon ein Problem. Angenommen, wir konstruieren uns, oder erstmal, fangen wir erstmal an, wie konstruieren wir uns die, ne? Oder warum gibt es überhaupt nur endlich viele? Na, das können wir uns ganz einfach überlegen, ja? Jede Turing-Maschine hat ja so ein Turing-Programm und so ein Turing-Programm besteht aus Turing-Zeilen letztlich, ne? Und so eine Zeile ist ja immer gleich aufgebaut. Ich habe einen Zustand Zi und lese irgendwie ein Zeichen A, ne? Das ist 0 oder 1. Oder machen wir es schon noch hin. Ich lese entweder eine 0 oder beim Zustand Zi lese ich eine 1. Ne? So. Und wohin können wir übergehen? Na, wir gehen jetzt hier über in einen Zustand Zj. Wir schreiben 0 oder 1 und wir gehen nach links, rechts oder machen nichts. Ne? Genauso hier gehen irgendeinen Zustand über, schreiben 0 oder 1 und dann gehen wir nach links, rechts oder machen nichts. So. Jede Zeile sieht so aus. Wie viele Zeilen haben wir denn? Na, wir haben ja bei fünf Zuständen, für jeden Zustand können wir eine 0 oder eine 1 lesen, also bei n Zuständen haben wir 2n Zeilen. Ja? Wenn wir fünf Zustände haben, haben wir 10 Zeilen, Z0, 01, Z1, 01, Z2, 01 und so weiter und so weiter. Wie sehen jetzt die rechten Seiten aus? Ja? Wie sehen die rechten Seiten aus? Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine rechte Seite zu gestalten? Hier kann ich mich in jeder Zeile für n plus 1 Zustände entscheiden. Ja? Nämlich für meine n-Zustände oder den n-Zustand, der kommt dazu. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, n plus 1 Zustände auszuwählen. Dann kann ich jeden dieser Zustände kombinieren mit entweder 0 oder 1, wird geschrieben, also mal 2. Und ich kann links, rechts oder nichts machen. Links gehen, rechts gehen oder nichts machen, also habe ich da auch drei Möglichkeiten. Ja? Also jede Zeile, jede rechte Seite einer Zeile, dafür gibt es 6n plus 1 Möglichkeiten. N plus 1 Zustände und hier hinten gibt es 6 Kombinationsmöglichkeiten, also 6n plus 1. So, jetzt habe ich in jeder Zeile diese 6n plus 1 Möglichkeiten. Das bedeutet, das muss man aufpassen, das darf man nicht multiplizieren, sondern ich habe für diese erste Zeile, zum Beispiel Z0 nach 0, habe ich hier rechts 6n plus 1 Möglichkeiten. In der nächsten Zeile auch 6n plus 1 Möglichkeiten. Und jede dieser Möglichkeiten der ersten Zeile kann ich mit jeder der Möglichkeiten der zweiten Zeile kombinieren. Ich habe also, wenn ich nur zwei Zeilen habe, 6n plus 1 mal 6n plus 1 Möglichkeiten, also 6n plus 1 Quadrat. Und wenn jetzt eine weitere Zeile dazu kommt, dann kann ich auch da wieder alle diese bisher gebildeten Möglichkeiten wieder mit 6n plus 1 Möglichkeiten der dritten Zeile kombinieren. Also letztlich läuft es darauf hinaus, dass man potenzieren muss. Ja? Und bei 2n Zeilen habe ich 6n plus 1 hoch 2n Möglichkeiten. Ja? Ich kombiniere die 6n plus 1 Möglichkeiten mit den 6n plus 1 Möglichkeiten der zweiten Zeile, mit den 6n plus 1 Möglichkeiten der dritten Zeile, mit den und so weiter, mit den 6n plus 1 Möglichkeiten der Zeile Nummer 2n. Ja? Und das ist 6n plus 1 mal 6n plus 1 mal 6n plus 1 mal und so weiter mal 6n plus 1, also insgesamt 6n plus 1 hoch 2n Möglichkeiten. So. Das ist eine endliche Zahl. Okay? Also es gibt nur eine endliche Zahl von Turing-Maschinen, die man bilden kann. Nämlich 6n plus 1 hoch 2n bei n Nicht-N-Zuständen. Jetzt kann ich doch einfach alle diese nehmen und bilden und ausprobieren, oder? Und gucken, wo kommt die maximale Anzahl von Einsen raus, könnte man meinen. So. Da haben wir aber jetzt verschiedene Probleme. Ein Problem ist, dass ich nicht einfach alle nehmen kann und ausprobieren kann, denn einige von denen halten nicht.
Okay, jetzt könnte man sagen, na gut, dann gucke ich halt, welche Turing-Maschinen halten denn und die lasse ich ablaufen. Also ich muss für jede Turing-Maschine entscheiden, hält sie und wenn ja, wie viele Einsen werden denn geschrieben? Und da kriegen wir eben unser altbekanntes Halteproblem wieder mit ins Spiel, ja? Das ja nicht entscheidbar ist. Also ich kann nicht algorithmisch entscheiden, ob eine Turing-Maschine bei einer bestimmten Eingabe hält oder nicht. Insofern kann ich gar nicht entscheiden, ob, also algorithmisch entscheiden, ob eine Turing-Maschine, die ich mir jetzt hier vornehme, hält oder nicht. Na? Das bedeutet, das Halteproblem macht mir Schwierigkeiten beim Ausprobieren an dieser Stelle. Na, ich kann nicht einfach testen, bevor ich die Maschine laufen lasse, ob sie hält oder nicht, um dann anschließend sie ablaufen zu lassen, falls sie hält. Das geht nicht. Das Halteproblem ist nicht entscheidbar, also kann ich dieses Durchprobieren gar nicht machen. Na, intuitiv gesprochen, irgendwann werde ich da Turing-Maschinen zwischendrin haben, die halten nicht und dann warte ich ewig. Und ja gut, ich warte aber trotzdem, weil es könnte ja sein, dass sie trotzdem noch hält. Na, vielleicht dauert es halt länger. Na, oder vielleicht kann sie ganz, ganz viele Einsen schreiben und es dauert halt, bis die fertig ist. Ne? Also, oder, aber es kann auch sein, dass sie eben nicht hält und dann warte ich ewig. Also, das funktioniert nicht, geht nicht. Ich kann es nicht ausprobieren. Es gibt aber noch ein weiteres Problem an der Stelle, denn diese Anzahl hier ist wirklich schweinegroß. Das können wir uns mal angucken. Passt mal auf hier. Jetzt habe ich hier mal was vorbereitet. Ja. Gehen wir mal hier in Tabellenkalkulation rein. Jetzt gucken wir mal, wie viele Turing-Maschinen gibt es denn bei einem Zustand und bei zwei Zuständen und so weiter. Ne? Machen wir mal bis hierhin. So, wir haben gesagt, es gibt 6 mal n plus 1, unser n ist ja hier, okay, n plus 1 hoch 2n Turing-Maschinen. Ne? Ah ja. Hier gibt es bei einem Zustand 144 Turing-Maschinen schon. Ne? Ist ganz schön krass. Kann man sich mal ganz einfach überlegen. Gehen wir nochmal kurz hier zurück. Das überlegen wir uns mal kurz hier schriftlich. Wenn ich einen Zustand habe, ja, dann habe ich hier rechts, ja, bei ZI, also Z0,0, ne, wenn ich bei Z0 bin und 0 lese, dann kann ich hier rechts mich zwischen Z0 und ZE entscheiden. Ich kann 0 oder 1 schreiben und ich kann links gehen, rechts gehen oder nichts tun. Das heißt, es sind 2 mal 2 mal 3 sind 12 Möglichkeiten. So. Und das Gleiche habe ich auch für Z0,1, habe ich das Gleiche. Das heißt, hier habe ich 12 Möglichkeiten, da habe ich 12 Möglichkeiten, kombiniert sind es 12 mal 12, also 144 Kombinationsmöglichkeiten. Ja, stimmt, okay. Scheinen wir uns also nicht geirrt zu haben. Ja? Und jetzt ziehen wir das hier mal nach unten. So. Und dann gucken wir mal, oh, die Zahlen scheinen schon relativ groß zu werden, ja? Kann man ja fast gar nicht mehr lesen hier, ne? Diese riesen Zahlen hier an der Stelle. Das geht aber schon recht, zischt ganz schön schnell ab. Ja? Sieht man hier, wie viele Zustände, wie viele verschiedene Turing-Maschinen es gibt. Hier bei 5. Kann man jemanden Sport draus machen, diese Zahl hier zu lesen. Ja? Das ist schon, sind schon ziemlich viele verschiedene Turing-Maschinen. Jetzt überlegen wir uns mal, spaßeshalber, ne? Hier für 5. Wie lange bräuchte man eigentlich, angenommen, man würde alle durchtesten, ne? Man würde alle durchtesten können und sagen, hält sie oder nicht, und wenn sie hält, dann ablaufen lassen, gucken, wie viele Einsen kommen raus. Angenommen, man würde 1 Million dieser Turing-Maschinen in der Sekunde testen können. Ja? 1 Million pro Sekunde. Gucken wir mal, wie viele Sekunden bräuchten wir dann, das wäre ja letztlich diese Zahl hier, ne? Durch 1 Million. So, okay. So viele Sekunden. Jetzt gucken wir mal, wie viele Jahre sind denn das, ne? Die so viele Sekunden müssten wir testen. Jetzt teilen wir das mal hier durch 60 Sekunden sind 1 Minute mal 60 mal, es geht jetzt aus dem Bildschirm raus, aber ich sage, was ich mache. Also jetzt sind wir bei den Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden und ein Jahr hat 365 Tage. 60 Sekunden pro Minute, 60 Minuten pro Stunde, 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr. Da sind wir schon bei 115 Jahren. Ja? Also bereits für 5
Turing für 5 Zustände würde man, vorausgesetzt, man würde 1 Million Turing-Maschinen pro Sekunde testen können, was auch schon ziemlich viel erscheint, ja, dann würde man 115 Jahre brauchen. Und dann kommt noch das Problem rein, dass das Verfahren gar nicht funktioniert wegen des Halteproblems. Also aussichtslos, ja, das alles durchzutesten. Also ausprobieren hilft nicht. So. Okay, ausprobieren hilft nicht. Jetzt könnte man aber sagen, okay, ist ja gar nicht so tragisch, wenn man das nicht ausprobieren kann, aber vielleicht kann man ja Sigma von n berechnen, ne? Und man kann einfach ein bisschen rumspielen, solange bis man die Turing-Maschine findet, die Sigma von n Einsen ausgibt, ne? Also, oder anders gesagt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, einfach zu entscheiden, ob eine Turing-Maschine, die ich gefunden habe, ja, zum Beispiel hier 4098, ob das denn tatsächlich die Endzahl ist, ne? Also ob das Sigma von n ist, ob 4098 Sigma von 5 ist, ne? Vielleicht könnte man ja Sigma von n irgendwie berechnen, um dann zu testen, ah, wir haben jetzt endlich die Turing-Maschine gefunden. Dann wären wir fertig, ne? Wenn wir eine Turing-Maschine gefunden haben mit 4098 Einsen auf dem Band und wir könnten Sigma von n ausrechnen, separat irgendwie, und da käme 4098 raus, dann wüssten wir, okay, wir haben den fleißigen Biber gefunden. Dann müsste man gar nicht alle ausprobieren, sondern nur so lange, bis wir eine haben, die Sigma von n Einsen aufs Band schreibt. Aber selbst das ist leider unmöglich, und das können wir uns gleich auch mal überlegen. So, gehen wir das mal weg hier wieder. So. Also, das Problem ist das folgende: Sigma von n ist gar keine berechenbare Funktion, die können wir gar nicht berechnen. Können gar nicht berechnen, wie, was Sigma von n ist. Warum geht das nicht? Das kann man sozusagen sich überlegen anhand eines Widerspruchsbeweises. Gehen wir mal davon aus, man könne Sigma von n berechnen. Ja? Gehen wir davon aus, man kann Sigma von n berechnen. Das bedeutet aber ja, wenn man Sigma von n berechnen kann, man kann also berechnen für n Zustände, wie viele Einser muss denn der fleißige Biber aufs Band schreiben können, ohne dass man den fleißigen Biber kennt. Ja? So. Also angenommen, man kann Sigma von n berechnen, dann muss es ja eine Turing-Maschine geben, die das kann. Ne? Wir haben ja gesagt, Turing-Berechenbarkeit gibt unseren intuitiven Begriff von Berechenbarkeit wieder, Church'sche These. Ja? Also wir gehen davon aus, oder, ja, nach unserer heutigen Auffassung von Berechenbarkeit ist, wenn eine Funktion berechenbar ist, auch eine Turing-Maschine existent, die diese Funktion berechnet. So. Das heißt also, wir können eine Turing-Maschine basteln. Hier unsere Sigma von n Turing-Maschine, ja. So. Die, wenn sie n auf dem Band findet, Sigma von n ausgibt. Ja? So, naja, kann man jetzt sagen, dass man n beispielsweise in Binärkodierung auf dem Band vorgibt und die Sigma von n, diese binärkodierte Zahl n vorfindet und dann Sigma von n in Binärkodierung aufs Band schreibt. Ja? So. Das heißt, wir brauchen hier also als Eingabe n binär und hier kommt als Ausgabe raus Sigma von n binär. Ja? So eine Turing-Maschine kann man konstruieren, das ist kein Problem. Wenn Sigma von n berechenbar ist. So, ne, dann muss man so eine Turing-Maschine konstruieren können. Jetzt basteln wir uns mal mit dieser Turing-Maschine eine größere Turing-Maschine, die was Spezielles macht. Und zwar gucken wir uns jetzt mal an. Wir schalten jetzt hier mal Folgendes vor. Wir schalten mal eine Turing-Maschine vor, die die Zahl n binär aufs Band schreibt. Also wir gehen mal davon aus, hier vorne haben wir ein leeres Band. Leer, ja. Ein leeres Band. So, jetzt schalten wir mal eine Maschine davor, die diese Zahl n binär aufs Band schreibt. So, wie wollen wir die nennen? Die nennen wir mal n bin. Ja? Die nennen wir n bin. Also n bin, die Turing-Maschine n bin, schreibt n binär aufs Band. Dann findet die Turing-Maschine Sigma von n dieses n binär vor und schreibt Sigma von n binär aufs Band, also das Ergebnis Sigma von n aufs Band.
So. Und jetzt können wir eine nachschalten, die diese Binärdarstellung von Sigma von n nimmt und so viele Einser aufs Band schreibt, wie Sigma von n groß ist. Ja? Und die nennen wir mal den 1-Produzenten. Ja? So. Also, ich habe jetzt drei Turing-Maschinen ineinander geschaltet. Das leere Band wird vorgefunden. Dann kommt zuerst eine Turing-Maschine zum Einsatz, die n binär aufs Band schreibt. Dann kommt die Turing-Maschine Sigma von n ins Spiel, die dieses Binäre n nimmt und Sigma von n binär aufs Band schreibt als Ergebnis, die Anzahl der Einsen. Und dann kommt eine Maschine 1-Prot, die eine Binärzahl bekommt und so viele Einsen aufs Band hintereinander schreibt. Also Sigma von den Einsen in diesem Fall. Ja? So. Was macht diese Turing-Maschine? Sie schreibt Sigma von n Einsen aufs Band, macht also praktisch genau das gleiche wie der fleißige Biber für n Zustände. Okay? Sie schreibt Sigma von n Einsen aufs Band. Von einem leeren Band startend. So. Und ich kann mir jetzt für jedes n eine solche Maschine konstruieren, wobei nur das Ding hier vorne abhängig ist von n. Ja? Das hier ist eine Maschine, die für jedes beliebige n Sigma von n ausspuckt. Und das hier ist eine Maschine, die für jede beliebige Binärzahl die entsprechende Einsen aufs Band schreibt. Also die Maschine hier ist nur abhängig von diesem hier vorne n binär aufs Band zu schreiben. So. Ansonsten ja, ist das hier eine Maschine, die genau das gleiche macht wie Sigma von n. Also ich kann jetzt so eine Maschine wie der fleißige Biber für n zustimmen. Also ich kann so eine Maschine konstruieren für 5. Für n gleich 5 und die schreibt Sigma von n 5 aufs Band. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, so einen fleißigen Biber einfach zu konstruieren. Okay, gut. Jetzt gucken wir uns das aber genauer an, wie viele Zustände hat die denn? Ja? So. Wir haben ja gesagt, diese Maschine hier, die ist völlig unabhängig von dem n. Ne? Die kriegt irgendeine Zahl n, findet die binär vor und schreibt Sigma von n aufs Band. Das heißt, die hat eine feste Anzahl von Zuständen, die nennen wir mal, keine Ahnung, die hat x Zustände. Ja? Das ist jetzt die Zustandsanzahl. So. Diese Maschine ist ebenfalls völlig unabhängig vom n. Ne? Die hat hier, bekommt irgendeine Binärzahl und schreibt genauso viele Einsen aufs Band. Da könnte man sich vorstellen, die macht das folgende. Die findet die Binärzahl vor, schreibt eine 1 aufs Band, geht zur Binärzahl zurück, zieht 1 ab von der Binärzahl und wenn die nicht 0 ist, dann geht sie wieder hin, schreibt eine weitere 1, zieht 1 ab und so weiter und so weiter. Ne? Das kriegt man mit einer bestimmten Anzahl von Zuständen hin, so eine Subtraktionsmaschine braucht man, eine, die eine 1 aufs Band schreibt, die schaltet man auch irgendwie zusammen mit einem kleinen Tester. Ne? Da braucht man einfach konstant viele Zustände für so eine Maschine, die aus einer Binärzahl entsprechend eine unäre Zahl macht, also lauter Einsen aufs Band schreibt. Ne? Das kriegen wir hin. Insofern haben wir hier einfach nur y-Zustände. Also für diesen hinteren Teil haben wir x plus y-Zustände, egal für welches n. Hier vorne ist es ein bisschen anders. Da braucht man natürlich, will man die Zahl n binär aufs Band schreiben und für jede natürliche Zahl n wird man hier vorne eine andere n-Bin brauchen, eine andere Maschine. Ne? Also wenn ich die Zahl 5 binär aufs Band schreiben will, was ist die Zahl 5? Die Zahl 5 ist 101. Ne? So, wenn ich die Zahl aufs Band schreiben will, dann müsste ich hart kodieren, schreibe erst eine 1, dann eine 0 und dann eine 1. Ne? Oder die Zahl 8 beispielsweise, 1, 0, 0, 0. Ne? Da muss man sagen, okay, schreibe erst die 1, dann die 0, dann die 0, dann die 0, im Gegensatz zu 9. Da wäre es ja, schreibe erst die 1, dann die 0, dann die 0, dann die 1 und so. Ne? Also eigentlich müsste ich hier für jede natürliche Zahl n so eine eigene hart kodierte Art und Weise erfinden, wie man die Zahl binär aufs Band bringt. So, wie viele Zustände hat die? Also wenn man sich vorstellt, man kodiert es wirklich hart, dass man der Reihe nach einfach die Ziffern aufs Band schreibt und dann endet, ja, dann ist die Anzahl der Zustände hier abhängig, oder die Anzahl der Zustände ist letztlich proportional zu log 2n. Ja? Man hat log 2n Zustände. Warum? Naja, die Anzahl der Ziffern einer Binärzahl, ja, ist ja letztlich log 2n von dieser Binärzahl. Ne? Also wenn ich jetzt die Zahl, irgendeine Zahl,
Also 8, wir machen es mal andersrum, 8 ist ja 2 hoch 3, ne? Und 16 ist 2 hoch 4, 32 ist 2 hoch 5, 64 ist 2 hoch 6. Und immer bei diesen Stellen kommt sozusagen eine Ziffer mehr dazu, ne? Das liegt an dem Exponenten hier hinten. Und naja, den Exponenten kriege ich dann raus, indem ich log 2 von meinem n hier vorne nehme. Ja? Ich habe hier vorne mein n. Mit log 2n bekomme ich den Exponenten raus. Jetzt mal plus minus 1, das spielt jetzt keine Rolle, ne? Je nachdem, welche Zahl man hat. Aber über log 2n komme ich in die Größenordnung meines Exponenten. Also ich brauche hier irgendwie sowas wie log 2n Zustände. Vielleicht muss man dann am Schluss noch in n Zustand gehen. Keine Ahnung, spielt keine Rolle, ob dann noch 1, 2 oder 3 Zustände mit dazukommen. Ist egal. Also irgendwie die Größenordnung logarithmisch, ein Zweierlogarithmus von n. Okay. So, also diese Maschine hat hier insgesamt Zustände. Nehmen wir mal hier die Zustände z. Anzahl der Zustände ist gleich log 2n plus x plus y. Jetzt kann man sich mal angucken, wie sieht denn der Graph der Anzahl der Zustände aus hier in Abhängigkeit von n? Ja? Gucken wir mal z in Abhängigkeit von n. Also log 2n, das hat ja irgendwie so diesen Verlauf hier, ne? Also hier bei 1 geht es durch 0 durch und hat irgendwie so diesen Verlauf. Ja, also hier an der Diagonalen gespiegelte Exponentialfunktion, das ist ja die Umkehrfunktion, die Logarithmusfunktion, so, irgendwie diesen Verlauf. Da addieren wir jetzt x plus y noch dazu, also müssen wir das irgendwie nach oben verschieben, konstant um x plus y, ne? Also, keine Ahnung, so irgendwie vielleicht, ne? So. Okay. Das ist unsere Funktion z. Ne? Die haben wir jetzt Logarithmusfunktion nach oben geschoben um x plus y. So in etwa verläuft das, wenn ich n steigere. Ne? Wenn ich n größer mache, dann hat diese Maschine, die ich oben konstruiert habe, z-Zustände, die entsprechend dieser Kurve verläuft. N selbst verläuft aber folgendermaßen. Also mal hier rot. N, ne, verläuft ja so. Es ist klar, dass irgendwann mein n größer werden muss als mein z. Ja, weil z wächst ja nur logarithmisch mit n, ist nach oben verschoben um x plus y. Das heißt aber, dass nur logarithmisch mit n wächst, wird irgendwann n als lineare Funktion hier mit der Funktion z von n einen Schnittpunkt haben und dann darüber hinaus wachsen. Also n wird irgendwann schneller wachsen. Irgendwann sind wir in der Situation, da ist n größer als z von n. Ja? Irgendwann ist n größer als die Anzahl der Zustände, die diese Maschine für ein n benötigt und Sigma von n aufs Band schreibt. Wir versuchen noch mit unserem n den fleißigen Biber zu finden, der Sigma von n Zahlen 1 aufs Band schreibt. Jetzt haben wir aber hier eine Maschine konstruiert, die mit weniger Zuständen, nämlich mit z-Zuständen, Sigma von n Einsen aufs Band schreibt. Also wenn wir für unser n eigentlich Sigma von n Einsen aufs Band schreiben, dann können wir doch nicht mit weniger Zuständen, mit einer Turing-Maschine, die noch weniger Zustände hat, auch Sigma von n Einsen aufs Band schreiben. Ja, das wäre ja genauso, als würde man hier in der Tabelle, ne, für ein n, für 6 zum Beispiel, Sigma von n ausrechnen wollen, stellt fest, ich brauche aber eigentlich, kann schon mit einer Turing-Maschine, die weniger Zustände hat, nämlich z, also zum Beispiel 4 oder 3, bereits Sigma von n Einsen aufs Band schreiben. Das widerspricht ja der Definition letztlich von Sigma von n. Sigma von n ist ja gerade die Anzahl der Einsen, die ich mit n Zuständen maximal aufs Band schreiben kann. Und dann kann ich das nicht bereits mit weniger Zuständen tun. Okay, das ist kein Verstoß gegen Definition, das war falsch, sondern das Problem ist, dass Sigma von n ja streng monoton wächst. Ja? Sigma von n wächst streng monoton. Das weiß man daher, weil, naja gut, wenn ich einen Zustand dazu nehme, kann ich auf jeden Fall mal eine 1 mehr hinschreiben. Ne? Nehme ich einfach den zusätzlichen Zustand hinten an die bereits bestehende Turing-Maschine anhänge, schreibe ich eine 1 mehr und fertig. Aber man sieht ja, es ist sogar noch krasser. Das wächst ja ganz extrem. Also das Ding hier ist streng monoton wachsend. Also es kann nie der Fall eintreten, dass ich für n und eine kleinere Zahl
Zustandszahl dasselbe Sigma von n rauskriege. Also das bedeutet aber hier, ich habe einen Automaten konstruiert, der Sigma von n Einsen aufs Band schreibt mit weniger Zuständen als n Zuständen. Das kann nicht sein. Also kann ich diesen Automaten nicht konstruieren. Diesen Automaten kann ich aber konstruieren, ne? Da einfach ein Automat, der eine Binärzahl aufs Band schreibt. Diesen Automaten kann ich auch konstruieren, einen Automaten, der aus einer Binärzahl eine unäre Zahl macht. Also kann ich diesen Automaten hier, Sigma von n Automaten, nicht konstruieren. Na, wenn ich den gesamten Automaten nicht konstruieren kann, den linken und den rechten Teil aber schon, dann werde ich den in der Mitte nicht konstruieren können. Und einen Automaten nicht konstruieren zu können, bedeutet, dass die Funktion, die dieser Automat berechnen soll, nicht berechenbar ist. Ansonsten könnte ich eine Turing-Maschine konstruieren. Ja? Da ich jetzt also keine Turing-Maschine konstruieren kann, bedeutet das, Sigma von n ist nicht berechenbar. So. Sigma von n ist keine berechenbare Funktion. Ich kann keinen Algorithmus angeben, der mir für ein gegebenes n sagt, wie viele Einser schreibt der fleißige Biber aufs Band. Das ist doch erstaunlich. Ne? Es gibt so eine Funktion nicht. Also es gibt keine, die Funktion an sich gibt schon, es gibt nur keinen Algorithmus, der sie berechnet. Ja? Eine nicht berechenbare Funktion. Und insofern sollte man am besten, wenn man seine Lebenszeit nicht mit solchen Fragen verschwenden will, aufhören und das als schönes Beispiel nehmen der theoretischen Informatik für, ja, welche Probleme entstehen können, wenn Probleme nicht entscheidbar sind, wie das Halteproblem, oder wenn Funktionen nicht berechenbar sind, wie Sigma von n.